Und ich glaube, die sind auch jetzt einfach so enthalten. Irgendwo in einer Höhle. Finde ich dämlich, aber jopp. Was soll man machen? Gut, und wir hauen uns wieder zurück. Und wir fallen da nicht runter. Wäre nicht so schlimm. Death Point. Den. Warte, wie geht das? So. Waypoints. Zombie Spawner. On, off. Der ist da. Aha. Interessant. Ja, interessant. Lalala, ich bin so froh. Denn ich habe seit 2 Wochen mal wieder Zeit zu zocken. Ein kleines Tutorial für eine Zuschauerin, die mein Let's Play täglich verfolgt. Wenn man hier 3 Pflastersteine obereinander gibt und diesen Pflasterstein hier entfernt, bam, dieser Stein fliegt. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ja. Das ist halt in Minecraft so, dass alle Blöcke schweben, außer Sand und Kies. Kann ich euch auch noch zeigen. Aber das versteht sich, oder? Nehmen wir diese Seerosen mit. Ich wüsste nicht wozu, aber wenn wir schon hier sind, nein, kein Bock. Also der Zombie-Spawn ist echt nah bei unserem Haus, deswegen habe ich mir gedacht, obwohl ich keinen Zombie-Spawn, keine Zombie-XP-Farm daraus machen will, habe ich mir gedenkt, wir könnten da mal auf einen Sprung hingehen und die restlichen bemoosten Pflastersteine mitnehmen, denn die sind selten und aus denen kann man richtig coole Mauern und so machen. So, schnell getrunken. Und weiter geht's zu unserem tollen Holzsteinbunker. Ach ja, und hier verändert sich jetzt schöne Sonne. Genau so schaut jetzt gerade auch mein Himmel aus. Wunderschön, wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, und vielleicht auch eine Eierfarm, also dass wir da ein paar Hühnchen einsperren in irgendeinen Käfig aus irgendeinem Material und dann schleudert das Wasser uns die Eier raus. Ich habe nicht so viel Erfahrungen mit Eierfarmen, jedoch finde ich es extrem unnötig. Um mir die Zeit zu vertreiben, sehr, sehr gerne, aber trotzdem unnötig, denn niemand braucht so viele Eier und wenn ich Eier brauche, dann kann ich auch hin und wieder ein paar Hühner rupfen und denen Eier aus ihrer Kloake quetschen. Wieso ich jetzt mein altes Haus abbaue? Ganz einfach, weil es scheiße aussieht und das unsere Umgebung verschlechtert. Ich will ja, dass das schön aussieht und nicht wie ein irgendwas. Keine Ahnung, was mir da gekommen ist, aber das schaut einfach nur scheiße aus. Ach ja, und ich habe die Befürchtung, dass jeder einzelne Dorfbewohner ausgestorben ist oder vergiftet wurde von einem Zombie und jetzt haben wir keine Dorfbewohner mehr, mit denen wir verhandeln können. Das heißt, wir brauchen auch mehr Smaragde. Was mich zum neuen Thema bringt, der Smaragdblock schaut bei diesem Texture-Pack von Honeyball sehr, sehr, sehr schön aus. Der ziemlich gut in eine Küche passen würde. So als Schneid, Platt, ja, irgendwas zum Arbeiten. Einfach in die Küche stellen. Das ist Sand. Der ist nämlich nicht schwerelos und fällt runter. Wollte ich auch nur mal so gesagt haben. Fackel nehmen wir auch mit. So, und es sieht aus wie neu. Dann fällen wir hier unsere gepflanzten Bäume ab. Ach, das Eichenlaub sieht so schön aus.
Ja, und ich würde liebend gerne diesen Shader-Mod, also diesen Sonic Unbelievable Shader-Mod oder wie der heißt, installieren. Nur mein Computer ist wirklich, 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 wirklich viel zu schwach dafür. Deshalb leider nein, leider gar nicht. Sondern ich will jetzt endlich mein Haus weiter.